Takeshi ist ein Hindernisparcours, der im Freibad Schwechat für Kinder stattfand. Im Nassen und Trockenen konnten die eigenen Fähigkeiten getestet werden. Und das war für die Kleinen natürlich ein großer Spaß. Takeshi ist ein großes Spielefest in der letzten Schulwoche, kurz vor den Ferien, und soll den Schülern, Lehrern noch einmal die Gelegenheit geben, gemeinsam was zu erleben, was Spaß macht, was Freude macht. Takeshi findet heuer zum 18. Mal hier in Schwechat statt. Was ist denn das Schwierige an diesem Parcours? Dass es schon sehr intensiv ist. Es sind immer kurze Stationen, die die Gruppe fordern, die den Körper fordern, die manchmal das Geschick fordern. Und dann in Summe sind es doch 20 Stationen, vor allem für die Kinder, die schon sehr herausfordernd sind. Dass jedes Kind individuell zeigen kann, was es so drauf hat. Und vor allem die Wasserstationen machen ihnen viel Spaß. Es sind jedes Jahr wie immer wieder neue Spiele und eine neue Herausforderung. Es ist auch, finde ich, total toll für die soziale Komponente, weil die Kinder eben als Team zusammenarbeiten müssen. Wir haben 10 Stationen im Landbereich, die gruppendynamisch einfach jedes Kind, jeden Teilnehmer bewegen sollen, die die Zusammenarbeit der Gruppe fördern soll, aber auch schon auch Grenzen aufzeigen, was können wir, wie weit sind wir, wie schnell sind wir, wie lang halten wir durch. Und 10 Stationen im Wasser. 4 davon sind außerhalb der Becken, damit man nicht unbedingt in das Wasser hinein muss, für die, die noch nicht so gut schwimmen können. Und die anderen 6 Stationen, da geht es schon darum, einfach auch zu zeigen, kann ich schwimmen, kann ich nicht schwimmen oder einfach Spaß haben beim Rutschen zum Beispiel. Waren die Kinder heute schon sehr aufgeregt? Ja, es ist immer wieder spannend, aber sie sind heuer schon gefasst, weil es ist ja schon das dritte Mal, dass sie daran teilnehmen. Was gefällt dir denn heute hier am besten? Die Wasserstationen, weil sie sind sehr akrobatisch halt und sehr cool. Was ist das Schwierigste heute? Das kalte Wasser eigentlich, das muss ich halt so überwinden, ins kalte Wasser zu springen.